in Bredstedt, einem außerhalb Nordfrieslands bislang unbekannten Ort, startet direkt bei den Zügen der Sylt Shuttle Plus. Ein neuartiger Zug, mit dem die Deutsche Bahn die Beziehung zu ihren Fahrgästen in eine andere Dimension überführt. Es geht um die begehrte Autozugverbindung zwischen Nibel und Westerland auf Sylt. Um einen Konkurrenten von den Gleisen fernzuhalten, kam die Bahn auf eine tolle Idee. Wie heißt es so schön? Wettbewerb macht kreativ. Denn wer die längere Streckenverbindung anbieten kann, der darf häufiger fahren, entscheidet die Bundesnetzagentur. Deshalb startet die Deutsche Bahn in Bredstedt, nimmt einen alten Personenwagen, hängt ihn in Nibel einfach an den Autozug dran und blockiert so lange die Gleise, bis die Konkurrenz die Lust verliert. Der Bürgermeister von Bredstedt weiß das brandneue Angebot noch nicht so richtig zu schätzen. Wir haben mehrere Bredstedter Firmen, die in großer Zahl mit ihren Mitarbeitern auf die Insel pendeln. Und von diesen Mitarbeitern hat keiner diesen Zug je benutzt. Tatsächlich, der Sylt Shuttle Plus ist leer. Dabei wissen die Bahnkunden gar nicht, was ihnen entgeht. Wir werden ja auch Besonderheiten hier anbieten. Es ist ein Fernverkehrsticket gültig und natürlich eine Sitzplatzreservierung. Also das ist, denke ich, eine ganz attraktive Geschichte. Mit der Sitzplatzreservierung würde man dann auch im leeren Wagen auf alle Fälle einen Fensterplatz bekommen. Toll. Und schon geht es nach Nibel, wo der leere Personenwagen erst in den Bahnhof einfährt, damit Fahrgäste ein- und aussteigen können. Theoretisch. Danach wird der leere Personenzug an den Autozug angekoppelt. Fertig ist der Sylt Shuttle Plus. Ja, wir nennen den Geisterzug, weil da nie einer dran sitzt. Dabei gäbe es so viel zu erleben. Wenn man nämlich im leeren Sylt Shuttle Plus auf die Insel gefahren ist, wird es erst richtig spannend. Der Zug ist nämlich leider zu lang für den Bahnhof. Also wird der Passagierteil flugs abgekoppelt, fährt bis zur nächsten Weiche zurück, dann wieder vorwärts und nochmal in den Bahnhof rein. Hier könnten Passagiere aus- und einsteigen, theoretisch. Und schon beginnt die Rückfahrt. Erstmal bis zur Weiche. Neuer Autozug wird angekoppelt und alles zusammen zurück zum Autoterminal. Der Bürgervorsteher von Sylt ist begeistert. Ja, ich würde das als Abenteuerurlaub bezeichnen. Abenteuerurlaub zu Fernverkehrspreisen. Von Westerland nach Bredstedt und wenn ich will, auch wieder zurück. Wer da Spaß dran hat, der soll's machen. Es ist schon fast lächerlich. Die Fahrt dauert fast doppelt so lang wie mit dem Nahverkehrszug und ist auch noch teurer. Die Bahn ist stolz. Wettbewerb macht kreativ.